ist wieder Theo Schelp. Ihr Scout durch den Dschungel der Geheimnisse für mehr Vitalität im Alter. Bei der Planung meiner Ernährungsvideos habe ich mir gesagt, du verzichtest auf alle Informationen, die die anderen Essgurus über unsere Nahrung geben. Nun habe ich mich leicht umentschieden. Sehen Sie gleich, warum. Ja, wir sind alle auf der Suche nach der besten Ernährung für mehr Vitalität und Lebensfreude im Alter. Damit wir die nötigen Entscheidungen über unseren Speisezettel vernünftig treffen können, sind Informationen nötig. Einmal über die von unserer Essensauswahl betroffenen Körpersysteme. Diese Informationen habe ich Ihnen in diesem Video hier oben gegeben. Dann ist noch eine etwas genauere Kenntnis über die einzelnen Nahrungsbestandteile nötig. Die bekommen Sie hier und heute. In den folgenden Videos geht es dann um die optimale Kost für die einzelnen biologischen Systeme im Alter. Dann haben Sie in Kürze ein für alle Mal eine Entscheidungsmatrix zur Planung Ihres Essens bis an den Rest Ihres Lebens. Und dann brauchen Sie nie wieder Videos mit den vier besten Lebensmitteln gegen Nagelpilz, um es mal etwas sarkastisch zu sagen, zu gucken. Also los geht's. Unsere Ernährungsautorität ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE. Auf deren Vorschläge beziehe ich mich, weise aber, wo es mir nötig scheint, auf abweichende und andere Befunde hin. Aus Kohlenhydraten, also aus Zucker, sollte laut DGE mehr als 50% unserer täglichen Energieaufnahme bestehen. Vorwiegend aus langkettigen Zuckern wie Kartoffeln, Reis oder Getreide. Dies am besten im Verbund mit Ballaststoffen, also Vollkorn, Getreide oder Naturreis. Kleiner Tipp: Körnerbrötchen oder Körnerbrot sind meist auf nährstofftotem Mehl gebacken. Also kein wertvolles Nahrungsmittel. Einfachzucker, also Weißmehl oder Industriezucker, sollten nicht mehr als 10% der Energiezufuhr ausmachen. Aktuell macht Haushaltszucker etwa 20% aus. Also im Schnitt 110 Gramm pro Tag oder 36 Stück Würfelzucker. Davon müssen wir alle dringend runterkommen. Zweites Mittel. Fette bzw. Fettsäuren sind der Geschmacksträger beim Kochen und Essen, sind Träger wichtiger fettlöslicher Vitamine und haben einen hohen Sättigungswert. Sie sollten laut DGE nicht mehr als 30% der gesamten täglichen Energieaufnahme ausmachen. Wichtig ist, dass unsere Nahrung höchstens zu 10% aus gesättigten Fettsäuren bestehen sollte. Das sind Butter, Sahne, tierische Fette, gehärtete pflanzliche Fette oder fettreiche Snacks und Süßigkeiten. Klar zu bevorzugen sind ungesättigte, am besten mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Zum Beispiel aus nativem Olivenöl, aus Nüssen, Meeresfischen, Avocados, Früchten. Vorsicht ist geboten vor Transfettsäuren aus industriell verarbeiteten Lebensmitteln, zum Beispiel Blätterteig, Croissants, Plunder, Stollen, bestimmte Arten von Margarine, industrielle Wurstwaren, Kartoffelchips, um nur einige zu nennen. Also davor hüten. Eier haben einen hohen Gehalt an Cholesterin. Das ist eine gesättigte Fettsäure. Also diese bitte nur in geringen Mengen verzehren. Drittens, Proteine oder Eiweiße sind die wichtigsten Bausteine zum ständigen Aufbau und Wiederaufbau der körpereigenen Eiweißverbindungen. Auch im Alter. Empfohlen wird, 10-15% der Nahrungsenergie aus Proteinen zu schöpfen. Auf den Rest der Nährstoffe, also Ballaststoffe und Mikronährstoffe, entfallen dann noch ca. 5% der gesamten täglichen Energieaufnahmemenge. Fleisch, Ei und Milchproteine haben eine hohe biologische Wertigkeit, sind aber aus anderen Gründen ernährungsphysiologisch, klimarelevant und für manche auch ethisch nicht unproblematisch.
Aber auch Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Vollkorngetreide enthalten brauchbare Mengen an Eiweißen. So kann auch eine weitgehend von tierischen Produkten freie Ernährung die gesunde Proteinzufuhr sicherstellen. Nun noch ein Wort zum Thema Getränke. Wasser ist unser Lebenselixier, also reichlich trinken. Vermeiden sollten wir alle gesüßten Getränke, auch bestimmte Fruchtsäfte. Ein heikles Thema sind alkoholhaltige Getränke. Sie haben einen hohen Energiegehalt und sind zur Versorgung mit unentbehrlichen Nährstoffen völlig entbehrlich. Trotzdem wird von meinen Gewährsleuten bei den Blue Zones das Glas Wein um 5 propagiert. Interessantes Paradoxon. Dazu mehr in einem anderen Video. So, das war er, der kurze Spaziergang durch die Welt unserer Nährstoffe. Weiter geht es in den nächsten Videos mit der Bedeutung unserer Nahrung für die einzelnen biologischen Systeme. Das wird spannend, versprochen. Wenn Sie nichts verpassen sollen, sollten Sie den Abo-Knopf rechts im Abspann drücken. Für heute verbleibe ich mit den besten Wünschen für die Jahreszeit und für Ihre vitale Langlebigkeit, Ihr Theo Schelp. Bis bald und adieu.